Herzlich willkommen zum neuen Vlog. Ich bin gerade in Doha angekommen. Das ist in der Nähe von Dubai. Ich habe mir hier gerade schon 45 Rials umgetauscht. Das sind ungefähr 20 Singapur-Dollar. Hier am Flughafen in Doha bleibe ich jetzt wieder einige Stunden. Somit bin ich in Oslo angekommen. Nach ungefähr 6 Stunden Flug von Doha bin ich jetzt endlich in Norwegen, in Oslo. Und was mir direkt aufgefallen ist, dass die Luft hier deutlich besser ist als in den asiatischen Ländern. Und es sehen hier alle halt sehr europäisch aus. Da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Man sticht hier nicht mehr so aus der Masse hervor. Ich habe gerade erstmal schön 10 Euro für ein Zugticket geblecht. Die Preise sind hier natürlich auch etwas höher. Waren sie in Doha am Flughafen aber auch schon. Und jetzt laufe ich erstmal zum Hostel. Und dann schauen wir mal, ob ich mir heute schon die Stadt angucke oder was wir die nächsten Tage so machen. Bis dann. Ich bin mittlerweile im Hostel eingecheckt und befinde mich gerade schon in meinem Zimmer, habt ihr gerade ganz kurz gesehen. Bisher bin ich auch noch alleine hier. Ich finde, das ist bis jetzt ja schon fast das beste Zimmer, was ich je hatte, mit Küche. Ich werde jetzt erstmal in den Supermarkt gehen und Pasta Pesto wieder machen. Ich habe ja jetzt die letzten 3 Monate nicht gekocht, da muss ich auch erstmal wieder reinkommen. Wir waren ja jeden Tag essen und jetzt mit so einer privaten Küche ist das auch ganz angenehm. Und dann bis später. Der Grund, warum ich aber eigentlich in Norwegen bin, ist, dass meine Tante mit ihrer Familie hier wohnt, genauer genommen in Kristiansand, das ist im Süden Norwegens. Und im gleichen Zuge kommt auch noch meine Mutter und mein kleiner Bruder Silas am 14.07. nach Kristiansand und besucht die. Und da dachte ich mir, warum überrasche ich die beiden nicht mal und komme auch einfach dahin. Das heißt, meine Mutter und Silas wissen noch nicht, dass ich auch dort sein werde. Und ich freue mich schon sehr, die beiden dort zu überraschen. Ich bin mal gespannt, wie die reagieren werden. Und ich gucke mir jetzt noch ein bisschen weiter Oslo an und dann sehen wir uns im nächsten Cut. We'll be right back.
jetzt stehe ich hier in Kristiansand. Ich bin ja von Oslo hierhin mit dem Bus gefahren, circa 5 Stunden. Und ich muss echt sagen, sieht ziemlich schön hier aus. Hier kann man es gut aushalten. Morgen kommt auch schon meine Mutter und mein kleiner Bruder an. Da bin ich extrem aufgeregt und bin gespannt, wie die beiden reagieren werden, mich zu sehen. Die wissen ja nichts davon. Und dabei dachte ich mir, das ist ein guter Anlass, diesen Channel hier zu schließen. Der Sinn oder der Grund, warum ich den Channel eigentlich eröffnet habe, ist ja, dass ich eine Erinnerung habe in Videoform und dass ich mir die immer wieder angucken kann. Ich finde es jetzt schon, obwohl es ja noch gar nicht so lange her ist, immer wieder cool, sich alte Videos anzugucken, weil man auch viele Sachen einfach vergisst. Ja, ich bin extrem dankbar, dass ich das gemacht habe, dass ich mich dafür entschieden habe, die Reise so ein bisschen zu dokumentieren. Klar, in den Videos zeigt man zwar nur einen Bruchteil von dem, was man erlebt hat, weil man halt auch oft einfach nicht die Kamera anmacht. Aber trotzdem macht es das deutlich einfacher, sich an die Sachen zu erinnern. Ja, ich bin jetzt aber gerade echt sehr gespannt, wie das morgen ablaufen wird. Und ich freue mich schon sehr, die beiden hier begrüßen zu können. Mein anderer kleiner Bruder und mein Vater sind noch in Deutschland. Linus müsste gerade mit meinen Großeltern unterwegs sein. An der Stelle möchte ich auch mal meine Großeltern ganz herzlich grüßen. Die beiden sitzen jetzt wahrscheinlich gerade gemütlich im Sessel und gucken das im Wohnzimmer auf dem Fernseher. Also fühlt euch gegrüßt aus Norwegen. Ich bin jetzt wahrscheinlich schon in Deutschland. Die Mimi schreibt mir nämlich immer ganz liebe Nachrichten, wenn sie die Videos guckt. Und da freue ich mich immer sehr drüber. Es fühlt sich für mich auch wieder total komisch an, zurück in so ein System zu gehen. Ich habe ja jetzt das letzte Jahr so gut wie jeden Tag so gestaltet, wie ich das für richtig gehalten habe. Auf der einen Seite freue ich mich schon sehr auf Zuhause, auf Freunde und Familie und auf gewohnte Umgebung. Allerdings merke ich jetzt schon, dass ich auch einiges vermissen werde. So dieses Freiheitsgefühl und jeden Tag was Neues erleben, ist auch schon eine feine Sache. Ich werde mich jetzt aber von diesem Kanal verabschieden. Das wird höchstwahrscheinlich mein letztes Video sein. Nächste Woche geht es, wie gesagt, nach Deutschland. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Reise.